Jo, moin Leute. Wie ihr seht, bin ich mal wieder auf dem Acker unterwegs. Und zwar habe ich nach langer Suche endlich mal ein Feld gefunden, wo auch Rundballen drauf liegen. Weil dieses Jahr ist es bei mir irgendwie verhext. Jedes Feld, was abgeerntet wurde, war sofort ballenfrei quasi, falls überhaupt welche drauf lagen. Hier hatte ich jetzt wahnsinniges Glück. Als ich letztens los war, das war glaube ich Freitag, da habe ich mich mit dem Dirk Verweyen getroffen. Und auf dem Hinweg habe ich dieses Feld schon gesehen, da war es noch unbearbeitet. Ich konnte die Fahrgassen noch erkennen. Und auf dem Rückweg komme ich von da hinten und sehe ganz viele Ballen. Ja, also wieder ein Projekt gefunden. Ja, ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen umschauen, aber ich habe das Gefühl, ich nehme diesen hier so ein bisschen als Vordergrund und mal schauen. Da hinten ist so eine kleine Baumgruppe. Ich weiß noch nicht, ob ich die mit im Bild haben möchte, weil die so ein bisschen hinter einer Kuppel verschwindet. Die ist nur so halb drauf. Vielleicht verstecke ich die direkt hier hinter diesen Ballen. Was ich ein bisschen schade finde allerdings ist, hier sieht man ja noch diese Spuren. Man sieht richtig so, in welche Richtung das Feld gesät wurde oder auch abgeerntet. Das wäre schön, wenn das so ein bisschen in die Lichtrichtung gehen würde. Ne? Also das wäre jetzt der absolute Hammer. Aber ja, da kann man leider nicht dem Bauern auch noch sagen, wie er sein Feld bestellen soll. Na gut, dann wollen wir mal gucken, was wir hier so zaubern. Ja, ich denke mal, wenn ich mich hier so platziere, so ein bisschen in Bodennähe, damit der Ballen auch so ein bisschen in den Horizont reinragt, dann ist das sicherlich ganz nett. Ja, mal sehen, wie wir den Ausschnitt machen. Da hinten habe ich ja noch zwei weitere. Und hier weiter abseits ist noch ein einzelner. Ich glaube, den werde ich wahrscheinlich nicht so mit raufnehmen. Ja, die Sonne geht auch direkt so in die Richtung auf. Und die Bewölkung sieht eigentlich ganz manierlich aus. Ja, so mal sehen. Die Kamera mal so ungefähr hier so platzieren in der Höhe. Dann passt das, denke ich, ganz gut. So, ich denke, mein Rucksack wird heute dreckig, weil ich habe hier nichts zum Anhängen. Ist denn leider so, ne? So, wenn wir mal so gucken, dann sieht das eigentlich so schon mal gar nicht schlecht aus. So ein bisschen den Ballen im Vordergrund und diesmal sogar ein bisschen mehr Brennweite. Und man könnte eigentlich auch das Ganze vielleicht hochkant machen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter nach links gehen, damit die hinteren Ballen, diese da, dass die ein bisschen weiter nach links kommen. Ich denke mal, das sieht auch nicht schlecht aus. Wenn ich allerdings zu weit nach links gehe, seht ihr, da kommt die Baumgruppe wieder raus. Das ist ja das, was mir nicht so gefällt. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich gehe mal noch einen Schritt nach vorne und dann passt das eigentlich. Ja. Ja, eigentlich würde ich mal sagen, so gefällt mir das ungefähr. Dann komm mal her, Stativ. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus, wie ich finde. Also, das ist nicht schlecht. Ich muss noch mal ein paar Zentimeter nach links oder nach rechts zu euch, damit der Wald wieder verschwindet. Und ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch auf die Sonne. Ne? Der Himmel sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Mal sehen, ob das heute was wird. Sonnenaufgang ist in 22 Minuten. Und ja, dann wollen wir mal gucken. Ich ärgere mich so ein bisschen. Ich habe am Samstag so ein bisschen die
Wettervorhersage bei Kachelmann fehlinterpretiert. Und es war ein richtig geiler Himmel. Also richtig schön, ganz feine Schäfchenwolken und ein Morgenrot. Das hast du lange nicht gesehen, aber wenn man das Morgenrot sieht, selbst wenn du jetzt nur 5 Minuten Fahrt hast, das hat keinen Sinn. Du kommst an, dann ist es eigentlich alles vorbei. Das dauert ja, das Spektakel dauert ja nur einige Minuten meistens. Und wenn man jetzt noch ein paar Meter laufen muss oder so, dann hat das eigentlich alles wenig Sinn. Ja, schade, aber ist nun mal so. Ja, vielleicht werde ich mich gleich noch mal ein bisschen weiter in Richtung dieses Ballens bewegen. Mal sehen, wie das so machbar ist. Weil dann habe ich diese Fahrgasse hier, die hier so ins Bild kommt. Die zeige ich euch mal so, ne? Diese hier. Die werde ich mal so gucken, ob ich sie so in der linken Seite ins Bild bekomme. Und dann führt zumindest diese Linie zu diesen ganzen Ballen da hinten, die so am Horizont liegen. Ja, mal gucken. Leider geht die Sonne ja eher da drüben auf, also hier in diesem Bereich. Aber sage ich mal so, wenn ich jetzt schön mit, weiß nicht, 16 mm oder so fotografiere, dann könnte das ja vielleicht was werden, ne? Mal gucken. Also, ja. Ja, das ist doch schon ganz gut so. Ich war eben so ein bisschen am Zweifeln, ob ich mich vielleicht nicht doch hinstelle oder so, aber nö. Ich denke mal, das bleibt so. Und dann warten wir jetzt einfach mal, dass irgendwas am Horizont passiert. Weil so ist es zwar nett, aber das ist noch nicht so der Knaller. Der Himmel sieht gut aus, aber die Farbe, das ist mir zu kühl. Ne? Also da bin ich mittlerweile so, da hole ich oftmals meine Kamera quasi gar nicht raus. Also da muss schon ein bisschen was passieren jetzt. Also sonst, man muss auch nicht 100.000 Bilder von dieser Szene machen oder so. Man kann vielleicht mal eins machen und gucken, wie sieht's aus, passt das alles. Aber jetzt alle in 2 Minuten Abstand eine Bilderreihe zu machen und zu gucken, wie der Himmel sich verändert, das macht jetzt auch keinen Sinn. So, mal schauen. Jetzt baue ich mir erstmal hier den 2-Sekunden-Timer. 09 Soft habe ich ja schon drauf. Und ich denke mal, ich probiere mal ein 06 Reverse. So, Info. Blende kann noch ein bisschen weiter zu. Jetzt sind wir bei Blende 13 so. Fokus mal auf den Ballen. Und machen wir mal ein Foto. Ja, das sieht schon gar nicht mehr schlecht aus. Aber vielleicht ein bisschen weiter. Den Himmel mit ins Bild nehmen. Und so, jetzt muss ich natürlich den Reverse-Filter nochmal neu anpassen. Den Soft eventuell auch. Und mal sehen. Das gefällt mir schon mal. Jetzt will ich mal schnell noch mal gucken, wie sieht es denn hochkant aus? Was können wir da so machen? Jetzt habe ich sehr viel Himmel drauf, aber auch das sieht gar nicht mal schlecht aus. Mal sehen. Vielleicht gehe ich gleich doch noch mal ein Stück höher. Aber ich muss aufpassen, hinter diesen großen Ballen hier hinten, da kommt ein zweiter zum Vorschein.
Und den will ich nicht mit drauf haben, also dass ich vielleicht so mich hinstelle. Und ja, mal sehen. Also ich mache jetzt erstmal das Foto hier. Noch ein Stück weiter nach rechts bitte, damit die Baumgruppe da weg ist. Ja, dann setzen wir uns mal den Reverse-Filter neu. Was mir gerade so auffällt, hier ist so eine schöne geschwungene Linie hier in dem Bild. Also das, da finde ich, das gefällt mir so. Also ich denke mal, ich werde jetzt nochmal die Filter nochmal genau exakt anpassen und dann haben wir eigentlich einen ganz guten Schuss gemacht. Jo, das sieht schon mal sehr schön aus. Ich glaube, quer will ich trotzdem noch mal probieren. In der Zwischenzeit hat sich ja doch das Licht wieder ein bisschen geändert. Und ja, mal sehen. Auch keine schlechte Perspektive. Jetzt bin ich gerade bei 24 mm und habe so auf der linken Seite so ein paar weitere Ballen im Bild. Das gefällt mir auch schon mal. Und wenn ich jetzt noch weiter drehe, guck mal, dann habe ich sogar die Fahrgasse mit im Bild. Jetzt muss ich das Ganze nur noch mal ein bisschen gerade machen. So. Und dann sieht das doch eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Jetzt bekomme ich sogar einen netten Gruß von einem Urlaubsflieger mit ins Bild. Ach, wo die wohl hinfliegen? Ach, ich würde auch gerne mal wieder in Urlaub fliegen. In einer Minute ist Sonnenaufgang und man sieht es am Horizont, will ich mal sagen. Ne? Also dann nehme ich doch noch mal meine einzelne Baumgruppe hier, Ballengruppe ins Bild. So. Den Verlauf natürlich wieder ein bisschen hinpimpen und Blende 11, 0,6 Sekunden. Ja. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich denke mal, ich wechsle noch mal ins Hochformat und gucke mal, was da so passiert. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Filter wieder hindrehen. So ungefähr so. Und nee. Falscher Knopf. So, jetzt sind wir hier. Wo ist das Display? Ach so. Das sieht schon mal ganz gut aus. Mal sehen, ob ich noch ein bisschen weiter Himmel raufkriege, dass wir dann vielleicht so stehen. Und dann setze ich mal den Filter. So, passt das Infohistogramm. So, ich kann die Blende ein bisschen weiter zumachen, wenn ich mal den richtigen Knopf drehen würde. So. Und Fokus hier vorne auf den Ballen. Und
Ja, das war doch gar nicht mal schlecht. Also ich bin mit der Ausbeute durchaus zufrieden. Und ja, kann denn ja jetzt zufrieden zur Arbeit fahren. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal erstmal einen Daumen nach oben da lasst. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann natürlich würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und wenn ihr ganz was Tolles machen wollt, dann empfehlt meinen Kanal einfach weiter. Kennt ihr irgendwelche Leute, die auch so Landschaftsfotografie verrückt sind wie ich oder wie ihr oder ne, die meinen Kanal vielleicht noch nicht kennen, dann schickt den Leuten einfach mal einen Link. Setzt es in irgendwelche Facebook-Gruppen rein oder was weiß ich. Also, ne, also helft mir mal weiter, dass mein Kanal weiter wächst. Ich bin jetzt kurz vor 10.000 Abonnenten und ich denke mal, das werden wir wohl demnächst schaffen. Ja gut, dann baue ich mal ab und hau dann ab. Ups. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis.